Guten Morgen, wir sind wieder mal an der Ostküste, wir sind in Unadilla, also New York. Eine Strecke, die ich schon gefahren bin, auf die ich mich sehr freue. Wetter sieht noch gut aus, soll aber eventuell regnen, beziehungsweise Gewitter sind vorgemeldet, deswegen keine Ahnung, ob es trocken bleibt oder nicht. Interessant ist auch, dass viele Europäer jetzt hier sind und sich einfach mal ausprobieren wollen. Tanne Leok ist hier, Harry Kolas, Stephen Rubini, Adrian Malawal und noch ein paar, die ich vergessen habe. Barsha ist zurück und 450er Klasse ist auf jeden Fall vollgepackt. Es sind in beiden Klassen, beide Klassen sind randvoll und ja, ich bin gespannt, was es heute wird und freue mich, denn wie gesagt, die Unadilla ist eine Strecke, die ich schon mal gefahren bin, die mir gefällt und ich finde auch so ein bisschen den europäischen Flair hat. In diesem Sinne, let's go. Unadilla kurz und knapp zusammengefasst, ich war im Zeittraining zu langsam, musste in Hoffnungslauf und dort hatte ich einen bescheidenen Start und bin dann in der ersten Runde direkt hingeflogen und bei 4 Runden Hoffnungslauf kann ich mir sowas nicht erlauben, von daher nicht qualifiziert, keine Wertungsläufe und somit ein Wochenende zum Abhaken, beziehungsweise ein Wochenende, was ich schnell vergessen möchte. Was noch dazu kommt, was das Ganze etwas noch interessanter macht. Ich habe in irgendeinem Video bekannt gegeben, dass ich große Pläne habe und dass einiges Neues geplant ist. Das Team, wofür ich jetzt fahre oder letzte Supercross-Saison gefahren bin, was gesagt hat, mach dir keine Sorgen, du bist definitiv im Team und du wirst definitiv für uns fahren nächstes Jahr, haben mir gesagt, dass ihr Westküstenteam voll ist. Sie haben mir jedoch angeboten, Arena-Cross-Saison zu fahren, die von November bis März geht. Beziehungsweise im November ist nur ein Rennen, Dezember ein Rennen und dann von Januar bis Ende März Arena-Cross ist. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass sich die Arena-Cross-Saison mit der Westküste und der Ostküste überschneidet. Das heißt, ich könnte dann letztendlich keine komplette Küste fahren und eventuell nur vereinzelte Rennen an der Ostküste fahren, was aber jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck ist, beziehungsweise was ich, dafür habe ich in Deutschland nicht alles hinter mir gelassen, um Arena Cross zu fahren und das ist definitiv eine Sache, die mich seit Tagen beschäftigt. Weil nach der Saison, die ich in der Supercross-Saison abgelegt habe, ist es jetzt auch nicht so, dass Teams nach mir schreien und mit mir verhandeln wollen, beziehungsweise mich im Team haben wollen. Von daher ist das eine ganz bescheidene Situation. Und als Privatfahrer, wäre wirklich die allerletzte Lösung. Es kostet einfach viel zu viel Geld, vor allem in der 250er Klasse. Von daher, keine Ahnung, fehlen mir auch gerade so ein bisschen die Worte, beziehungsweise fehlt mir der Plan,
den ich gerne hätte und das Geld, was ich gerne hätte. Also ich muss mir da jetzt mal einen Kopf machen. Aber als nächstes steht Bratz Creek auf dem Plan und dann sehen wir weiter. Die Sorgen von gestern probiere ich heute hinter mir zu lassen. Wir sind in Bratz Creek und es steht das erste Training an. Erste Qualifying. Ich weiß, was ich zu machen habe. Rausgehen und direkt eine schnelle Runde hinlegen. Ob mein Plan aufgeht, wir werden sehen. Und ja, es ist gutes Wetter. Bailey ist noch etwas müde. Ich habe die neuen 2024er Lead Sachen gekriegt. Eigentlich hatte ich die sogar schon letzte Woche dabei, aber ich dachte, um den Hoffnungslauf zu fahren, brauche ich nicht unbedingt die neueste Kollektion von dir zu präsentieren. Also ja, haben wir das mal auf diese Woche verschoben. Gestern habe ich Press Day geguckt und die Strecke war relativ trocken und dementsprechend hart. Und von daher dachte ich, der normale Hartbodenreifen reicht. Heute früh komme ich zur Strecke. Zum Teil Knöchel, zum Teil knietief. Startgerade ist knietief im Schlamm. Die haben die ganze Nacht durchgewässert. Was normal ist, hätte ich eigentlich wissen sollen, dass das so tief wird. Habe ich aber nicht gedacht, weil es ist ja trotzdem letztendlich eine Hartbodenstrecke. Deswegen, zweite Quali ist jetzt mit Sandschaufel und ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. An sich habe ich mich gut gefühlt, aber es ist so verdammt schwer, wie ich schon in den letzten Videos gesagt habe, eine Strecke, die du nicht kennst, von der zweiten Runde an Vollgas loszuschießen. Hier sind Sprünge dabei, dritter Gang Vollgas mit der 450er und es ist einfach sau schwer, wenn ich habe noch Haufen Dreck auf dem Rücken, wenn du die Strecke nicht kennst und dann schon sautiefe Spuren drin sind. Egal, jeder muss durch. Zweite Qualifying ist in 20 Minuten, also ich muss mich jetzt mal beeilen. Zeittraining, wieder mal keine Runde hingekriegt, beziehungsweise ja, einfach. Ich glaube, 2 Sekunden zu langsam gewesen, um mich direkt zu qualifizieren. Das hieß Hoffnungslauf. Ich habe ein bisschen gepokert und habe, obwohl die Strecke abgetrocknet ist, die Sandschaufel draufgelassen, weil ich wusste, dass Startgrade 180 Grad und die nächste Gerade ziemlich tief ist. Fast alle sind auf Hartbodenreifen gewechselt. Ich bin am Start gut rausgekommen. Und dann hat der Sandreifen den Rest getan. Bin als Zweiter aus der ersten Kurve und bin dort das ganze Rennen geblieben. Das heißt, es geht jetzt in die Wertungsläufe und ich finde, ich bin in dem Falle gerade ein bisschen stolz auf mich, denn nach dem Zeittraining bin ich schon wieder in meine Abwärtsspirale gegangen, habe gesagt, ah, nee, Hoffnungslauf wird dann eh nichts. Und dann dachte ich so, nee, es wird Zeit, die Denkweise zu ändern. Und Plan war, einen guten Start zu haben. Hab ich gemacht. Und dann habe ich das Rennen auf Platz 2 kontrolliert. Gut, genug geredet. Ich ziehe mich jetzt an, denn es ist Zeit für den ersten Lauf in Bratz Creek. Also, let's go. One, two, three, four.
four. Don't think he's gonna make it. Alright, Butts Creek ist ein Haken dahinter. Im ersten Lauf okay gefahren, dann einen Fehler gemacht, beziehungsweise nur weggerutscht und so blöd auf den Kopf gefallen, dass ich nicht wirklich schon noch wusste, wo ich bin, aber ein bisschen Orientierung verloren hatte. Und ich habe dann bin dann direkt nochmal hingeflogen, weil ich nur Sterne gesehen hatte. War kein dramatischer Sturz, aber ja, es war halt so komplett unvorbereitet, dass ich einfach nur ohne mich abfangen zu können, einfach auf den Kopf geflogen bin. Und ja, habe probiert, den zweiten Lauf zu fahren, konnte mich aber absolut nicht konzentrieren, beziehungsweise mich nicht fokussieren. Hab ab und an Rillen übersehen, Bodenwellen gar nicht für wahrgenommen, und dann dachte ich nach zwei Runden, das reicht, das Risiko brauchst du nicht eingehen, vor allen Dingen, wenn ich mittlerweile dann letzter war. Und ja, von daher war das ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Hoffnungslauf war gut. Erster Lauf war okay. Und ja, dann war es halt, wie es war. Egal, ich habe auch beschlossen, das letzte Rennen in Indiana jetzt am kommenden Wochenende nicht mitzufahren, weil A, fehlen mir finanzielle Mittel mittlerweile, B, denke ich, ist eine Pause gerade mal gut, und ja, von daher kann ich auch einen Haken an die Motocross-Saison machen. Und ja, wie es weitergeht, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass wir aus dem Haus in 8 Tagen raus müssen, weil unser Mietvertrag ausläuft und ich den nicht verlängert habe, weil ich eigentlich große, coole Pläne hatte, die mich sicherlich um einiges weiterbringen würden als hier in Kalifornien. Aber da das jetzt mit dem Team so ist, wie es ist, habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, und ja, ihr würdet mir eine Freude machen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn da verpasst ihr auch keine neuen Videos. Auf den Like-Button drückt, und ja, wer noch kein Merch hat, es gibt nach wie vor noch Merch. Und ja, egal, genug geredet, ich muss mir jetzt mal einen Kopf machen, wie es weitergeht. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Wann das sein wird, keine Ahnung. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Wann das sein wird, ich habe keine Ahnung. Aber ihr werdet es hier auf dem Kanal erfahren. Bevor ich es vergesse, beziehungsweise ich habe es schon vergessen, deswegen wird es jetzt noch nachträglich ins Video geschnitten. Bei dem Gewinnspiel für mein Merch, Mark2915 hat direkt ersten Kommentar gesetzt und mit $3000 im Monat richtig getippt. Von daher, schreibt mir eine Nachricht bitte auf Instagram oder auf YouTube, und dann kläre ich mit dir den Rest. Und für alle anderen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Und ja, vielleicht gibt es mal wieder was zu gewinnen. Also, danke nochmal.